Herzlich willkommen zu SAK TV Markt. Die Neuregelung der Trinkwasserverordnung zum Thema Gefährdungsanalyse ist für Betreiber, Installateure und Fachplaner von großer Bedeutung. Falls bei Trinkwasseruntersuchungen auf Legionellen der technische Maßnahmenwert überschritten wird, sind vom Eigentümer der Anlage mögliche Gefahrenpunkte zu ermitteln und zu dokumentieren. Danach müssen die Informationen ausgewertet werden. Allerdings fehlen hierzu konkrete Vorgaben, sodass rechtliche Risiken bestehen. Umso wichtiger ist ein einheitliches Vorgehen, insbesondere in der Bewertung von Gefahrenpunkten. Im Seminar von Oventrop werden Grundlagen vermittelt, das Basiswissen vertieft und die Erstellung einer Gefährdungsanalyse anhand eines praktischen Beispiels geübt. Nach Abschluss des Seminars erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat. Dalmer, Rehau und Keuco starten im Mai eine deutschlandweite Schulungsreihe. Das Thema lautet, damit es richtig abläuft, die Idee vom neuen Bad zwischen Kundenwunsch und technischen Anforderungen. Kundenwünsche sind meist vielfältig, doch dass dann ebenfalls die Technik funktioniert, dafür ist der Fachmann zuständig. Die Auswahl des Ablaufsystems, Hinweise zur Verbundabdichtung, Schall- und Brandschutzlösungen oder Design- und Farbkonzepte sind nur einige Themen des Programms. Von Profis für Profis. Unter dem eingeblendeten Link gibt es mehr Infos dazu und die Anmeldung. Dank des Grundfos Product Centers soll das Austauschen einer alten Pumpe durch eine neue, energieeffiziente Pumpe von Grundfos noch einfacher sein. Klicken Sie auf der Startseite auf Pumpenaustausch und geben Sie die Daten Ihrer alten Pumpe ein. Das Online-Tool findet dann die besten Austauschoptionen für Sie. Probieren Sie es einfach mal aus unter der eingeblendeten Adresse. Kürzlich ist das ZVSAK-Regelwerk Heizung Band 1 Planung erschienen. Das beschreibt den ordnungsgemäßen Planungsprozess und ordnet jedem Planungsschritt eindeutig Normen und Richtlinien zu. Durch die damit verbundene Standardisierung werden Ausbildung und Qualitätssicherung in der Planung vereinheitlicht. Zusammen mit den geplanten Folgebänden zur Installation und Wartung will der ZVSAK dadurch einen nachhaltigen Qualitätsschub für die Branche erreichen. Das Regelwerk kann über den Shop des ZVSAK bezogen werden. SFA Sanibreu präsentiert Ihnen nun die Hebeanlage Sanifos. Bei Kleinhebeanlagen ist die Marke SFA Sanibreu schon seit vielen Jahren ein Synonym für die gesamte Produktgruppe. Vor 2 Jahren hat SFA Sanibreu erstmals auf dem deutschen Markt die Unterflurhebeanlagen Sanifos vorgestellt. Diese Hebeanlagen für den Unterflurbereich sind werkseitig vormontiert. Sie sind einfach zu montieren und dank der Wahlmöglichkeit, ob Einzel- oder Doppelhebeanlage, individuell auf den Einsatzbereich abzustimmen. Die qualifizierte Entwässerung von kompletten Gebäuden wird zunehmend aufwendiger. Und SFA Sanibreu hat sich auf dieses veränderte Anforderungsprofil eingestellt und hat nun 4 weitere große Sanifos-Hebeanlagen, die frostsicher sind und im befahrbaren Bereich eingesetzt werden, vorgestellt. Die neuen Sanifos-Modelle, hier zu sehen das Modell 1300, aber auch 1600, 2100 und das ganz große Sanifos-Modell 3100, zeichnen sich durch einen Fertigteilschacht, durch eine befahrbare Schachtabdeckung und durch Pumpen, die mit einem leistungsfähigen Edelstahlschneidwerk ausgestattet sind, aus. Diese Pumpen haben je nach Modell eine Förderhöhe von bis zu 39 Metern. Die Hebeanlagen können verwendet werden für die Entwässerung von Grau- und von Schwarzwasser und je nach Modellwahl auch als Drainagepumpensystem oder zur Druckwasserentwässerung. Die Sanifos 1300 ist ausgestattet mit einem 1300-Liter-Tank. Sie hat 2 Pumpen, welche in Wechselschaltung arbeiten und die Sanifos 1300 findet Anwendung im Bereich von Wohneinheiten, Objekten bis zu 4 Wohnungen. Die größeren Modelle aus der Sanifos-Reihe werden in der Wohnwirtschaft eingesetzt, auch im kommunalen Bereich und können wahlweise mit 1 oder 2 Pumpen ausgestattet werden. Im Falle einer Wartung können die Pumpen, ob 1 oder 2 Pumpen, über Edelstahlketten ganz entnommen werden. Mit dieser Produktreihe bietet SFA Sanibreu für jede Entwässerungssituation die geeignete Lösung. Das war SAK TV Markt. Morgen geht es hier mit neuesten Meldungen aus der Branche weiter. Danke fürs Zuschauen und bis bald!